Ja, herzlich willkommen, liebe VfL-Fans. Herzlich willkommen, Manu. Servus. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Gerne. Du weißt, wir haben im vergangenen Jahr sehr, sehr viel über Fußball philosophiert. Unser ganzes Leben besteht letztendlich auch aus Fußball. Und du meintest ja bis hierher, dass du ein großer Fachmann in der breiten Welt des Sports bist. Ich habe mir gedacht, das würde ich gerne mal mit dir testen. Und würde ganz gerne heute mal mit dir eine Runde Fußball-Tic-Tac-Toe spielen. Ich werde es dir sofort erklären, wie es läuft. Also das klassische Tic-Tac-Toe bedeutet ja, wir versuchen jeweils eine horizontale, vertikale oder diagonale Reihe für uns zu füllen. Und in diesem Fall ist es bei uns so, wir haben an der horizontalen und vertikalen Linie jeweils drei Vereine oder Nationalitäten, wo letztendlich ein Spieler eingefügt werden kann. Bedeutet, klassisches Beispiel, habe ich auf der linken Seite beispielsweise den VfL Osnabrück, oben den VfL Bochum, könnte man einen der größten Stars der letzten Jahre einfügen, nämlich Simon Zoller. Und, sehr gut. Richtig. Aber wird es da schwierig, weil in der Bundesliga, Osnabrück war ja leider nicht in der Bundesliga. Deswegen bist du ja heute hier. Richtig. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir einfach mal starten können. Und ich würde dir auch sofort den ersten Zug überlassen, damit du auch einen kleinen Vorteil hast. Ansonsten wird es schwierig für dich. Ja, wir schauen mal, ne? Möchtest du direkt starten? Ja, sehr gern. Stuttgart und Bayern für den Namen. Das ist passabel. Ja gut, ich mache da jetzt keine komplizierten Dinge, ne? Ich will gewinnen. Das ist absolut richtig. Ja. Ich würde anfangen hier oben Bochum mit TSG Hoffenheim erstmal den guten alten Stuffy. Ja. Dann würde ich... Ja, dann nehme ich hier Bochum und Köln. Du hast den Star ja quasi schon gerade genannt, ne? Absolut richtig. Simon Zoller. Gut, bedeutet, ich muss Frankreich und Hoffmann zumachen. Würde in dem Fall auch da auf Anthony Modest gehen. Stuttgart und Hoffenheim. Boah, ich habe wieder einen im Kopf, aber ich bin mir wieder nicht hundertprozentig sicher. Das ist immer diese Problematik mit dieser hundertprozentigen Sicherheit. Also nochmal, du hast hier... Andreas Beck würde ich da nehmen. Ich denke, hast du auf Kevin Kourani gehst. Nee, ich wollte Sebastian Rudi nehmen, aber ich bin nicht hundertprozentig über, ob er Stuttgart war, wenn ich ehrlich bin. Okay, dann muss ich auf Köln und Stuttgart. Oh je, yeah. Das ist nicht so einfach. Das ist nicht so einfach. Boah. Also tatsächlich muss ich sagen, ist ja ganz, ganz düster bei mir. Doch, ich glaube, ich habe einen. Ich glaube. Bist du die ganze Zeit? Nein, absolut nicht. Absolut nicht? Absolut nicht, hundertprozentig sicher, aber könnte. Könnte. Dann probiere ich es einfach. Wir müssen es ja ein bisschen schnell machen. Dann gönne ich dir ansonsten den Sieg. Hoffe, dass deiner vielleicht falsch ist und gehe auf Benjamin Pavard. Und jetzt bin ich gespannt, weil jetzt musst du riskieren. Und sonst könnte ich abstauben. Ja gut. Das machen wir nicht, ne? Weil du weißt den ja auch nicht. Dann habe ich am Ende noch einen Zug, ne? Deswegen nehme ich hier. Ja, bitte willst du Toni weg, ne? Ja. Oh gut, also das müssen wir ja Stuttgart und Köln irgendwie zu machen. Also es wird ja entweder auf den Sieg von dir oder im schlimmsten Fall auf den Unentschieden hinauslaufen. Boah, haben wir jetzt ein Brett vom Kopf? Also ich habe irgendwie noch im Kopf, dass irgendwie Swanny mir soll, du nochmal bei Köln. Ganz genau, den hatte ich vorher auch, muss ich ehrlich sagen. Nee, ich mach's jetzt einfach. Also. Das war tatsächlich der Spieler, den ich auch hatte. Stuttgart und Köln. Ich gehe mal die Stürmer durch. Okay. Bobic war nicht bei Köln. Nein. Kourani war auch nicht bei Köln. Auch nicht ein Salz. Ich hab einen. Ich habe sogar mit ihm zusammengespielt. Ehrlich? Ja. Sag mir Vornamen. Fängt mit S an und hört mit Imon auf. Habe ich auch schon überlegt, aber Zoller? Du hast ja wirklich nicht alle Latten am Zaun, Alter.
habe eine Idee. Du hast mit dem Song gespielt, nicht? Ja. Ist das doof. Aber das war die bei der Jugend bei Stuttgart, ne? Ja, der war in der Jugend bei Stuttgart, aber ich glaube nicht bei den Profis, wenn ich ehrlich bin. Das ist die bitterste Niederlage im ganzen Leben. Ich weiß, aber du weißt, es kommt nicht darauf an, wenn keiner zuguckt, sondern es kommt darauf an, wenn die Leute zugucken. Max, und auch da habe ich dir wieder gezeigt, ich bin Performer, weißt du? Wenn die Leute zugucken, dann bin ich da. Boah, das ist hart. Das ist hart. Ich kann schlecht schlafen. Danke, danke. Ja, ich hoffe, du schläfst ganz gut. Darf ich abgeben? Sehr, sehr gerne. Patti, ich möchte gerne, dass du den Max auch noch schlägst. So. Nach der vernichtenden Niederlage, die ich mir selber eingestehen muss, die ich auch selbst zu verantworten habe, habe ich jetzt nochmal einen anderen Kontrahenten gefunden, wo ich mir erhoffe, dass es da vielleicht aufgrund des Alters nochmal ein, zwei Möglichkeiten gibt und ich meine Trümpfe ausspielen kann. Patti, schön, dass du auch dabei bist. Vielen Dank für die Einladung. Du weißt, was auf dich zukommt, was auf dich zukommen wird. Ja, ich habe deine Erklärung gehört, die war sehr, sehr gut, ja. Und du glaubst schon, dass du das Ding auch reißen kannst? Ja, auf jeden Fall, gegen dich auf jeden Fall, aber ich sehe mich trotzdem ein bisschen als Underdog, aber wir werden sehen. Du bist ja auch ein sympathischer Typ, sympathischer Underdog. Dann fangen wir jetzt einfach mal an. Würdest du mir nach der letzten Niederlage den Vortritt lassen dieses Mal? Oder möchtest du anfangen? Ich lass dir, komm, Patti. Wenn ich das hier schon sehe, dann... Nee, komm, fang du an. Gut, ich nehme die goldene Mitte. Kannst du mal überlegen. Erst bei Österreich und Leverkusen, Julian Baumgartlinger. Ja, macht am meisten Sinn. Ansonsten hättest du wahrscheinlich Ramazan Özcan genommen. Genau. ist eigentlich egal, wo ich ihn mache, ne? Hey, das ist ja echt nicht so einfach, wenn man hier sitzt. Wolfsburg, Bayern, Gustavo. Finde ich ein guter Call. Jetzt muss ich mir überlegen, was du vielleicht eher nicht wissen würdest. Das da oben weißt du. Ich nehme mal bei Bayern und Hertha Mitchell Weiser. Mhm. Okay, also muss ich Wolfsburg und Tscheche. Und da wird es gerade schon eng. Ich meine, da müsste einer sein, der auch mal vorher beim VfL Bochum gespielt hat, aber ist wahrscheinlich schon 10 Jahre her in dem Dreh. Also da habe ich jetzt noch mehr Druck. Ja, richtig. Ja, den wollte ich dir draufjürgen. Sehr gut. Schwierig. Wolfsburg, Tscheche. Kann sein, es wird früher. Ja, ich würde dir auch ansonsten bitte mal einen Joker von Manuel Riemann vielleicht. Ja, wenn er was weiß. Und das freut mich gerade. Der sitzt mit einem Fragezeichen vor mir und weiß es gerade nicht. Das freut mich. Ja, ich habe schon 2, 3, aber ich bin mir nicht 100% sicher, ob die bei Wolfsburg gespielt haben, wenn ich ehrlich bin. Was musste Wolfsburg und? Tscheche. Jiracek? Ja, ja. Jiracek, ne? Jiracek. Ja, Jiracek, den kannst du nehmen. Den habe ich schon die ganze Zeit im Kopf gehabt, aber ich war mir nicht sicher. Jiracek kannst du nehmen. Ja, aber ich kann den ja auch nicht auf einmal aus dem Hut zaubern jetzt. Stimmt, der Jiracek, ja, der war doch da. Soll ich es mal eingeben einfach? Ja, hab ich doch recht gehabt. War doch da. Ja, das hätte ich nicht gedacht tatsächlich. Gut, also Wahnsinn, dass du darauf gekommen bist. Danke. Österreich, Wolfsburg. So, jetzt nicht, dass ich wieder bei Benaglio und nach Schweiz lande oder so. Ja. Ne? Kann doch hier dein Glück bei Hertha rein. Ja, gut, ich muss ja deinen zumachen erstmal. Ja, aber ob ich den weiß, ist ja wieder eine andere Frage. Ja, das weißt du schon. Weiß ich schon. Ach, Admir Mimedi auch Schweizer, das ist doch alles fließender Übergang. Emanuel Pogatetz. Okay, dann muss ich jetzt Hertha und Österreich. Das ist doch schwieriger, wenn man hier vorsitzt. Aber weißt du einen? Ist auf Anhieb. Ich weiß auch nicht, Hertha war mir nie für Österreicher bekannt. Das stimmt. Ich versuche so durch Nationalmannschaft oder so irgendwie auf einen zu kommen, aber... Ja, auf jeden Fall. In Österreich, ja. Ich hätte sogar bei Bayern Leverkusen jetzt keine. Toni Kroos, ja. Ja, dann nehme ich Toni Kroos bei Bayern Bayer. Mhm. Und hoffe mal, du hast da auch keinen. Ich weiß nicht, welcher Weihnachtscup das war. Schöne Grüße nach Georgsmarienhütte. Damals Rapid Wien. Die Spieler wurden bei uns untergebracht, auch unter anderem bei meinen Eltern. Und der wurde, glaube ich, damals über Torschützenkönig, Marco Djuricin. Marco Djuricin. Das war stark. Falls es den hier gibt. Immerhin. Glückwunsch. Dankeschön. Und danke, dass ich auch dabei sein durfte. Konnte ich die Fahne nochmal hochhalten? Ja, sehr gut. So, danke, Jungs. Glück.